Manchmal braucht es nur ganz, ganz wenig, um ganz viel zu erzählen. In dem marokkanischen Drama Das Blau des Kaftans sind es eine Schneiderwerkstatt, eine Wohnung und drei eng miteinander verbundene Menschen. Und ohne viele Worte entsteht hier ganz großes Gefühlskino. In Das Blau des Kaftans geht es vor allem um die Kraft der Liebe. Aber hier auf eine besonders pure, sinnliche Weise. Sie zeigt sich in der geradezu zärtlichen Sorgfalt, in der Halim nach alter Handwerkstradition näht und in der liebevollen Sorge für seine kranke Frau Mina. Und natürlich auch in ihrer tiefen Liebe zu ihm, obwohl er auch eine Leidenschaft für Männer hat. Wenn du den Stoff schneidest, lass dir immer etwas Spielraum. Schneidest du zu viel ab, gibt es am Ende kein Zurück. Mariam Touzani verwebt in Das Blau des Kaftans sehr unterschiedliche Erzählfäden zu einem ganz vielschichtigen, feinen Gewebe. Dazu braucht der Film wenig Worte, vielmehr schafft er es, mit durchdringenden Bildern ganz viel aus der Tiefe des Lebens zu erzählen. Und manchmal prallt diese pure, beseelte Welt der Schneiderwerkstatt mit der weniger puren, hektischen Außenwelt zusammen. Ich finde, ihr solltet daran aber zügiger arbeiten. Aber es muss alles sorgsam. Warte. Die Arbeit, die du verlangt hast, ist alles andere als einfach. Eindringlicher als jedes Achtsamkeitsbuch zeigen uns Halim und Mina, wie zufrieden man sein kann, wenn man ganz eins ist mit dem, was man ist und was man hat. Die besondere Stimmung und zwei Superlative machen diesen Film für mich bereits jetzt zu einer ganz besonderen Entdeckung dieses Kinojahres. Die wohl allerschönste Liebeserklärung, die ich seit langem im Kino gesehen habe. Und die Tatsache, dass ich Krebs als Thema nie beseelter und versöhnlicher im Kino gesehen habe. Und ich hasse Krebsdramen ansonsten. Also, Das Blau des Kaftans auf gar keinen Fall verpassen, ab 7. März im Programmkino. Am wichtigsten sind die Schultern. Ja, genau. Und du, komm, zeig mir, was du kannst. Ich